Ein neuer Tag für Jack Boyd und auch ein neuer Tag für mich. Ich muss mich mal kurz wieder reinfuchsen, wenn wir gleich in der Stadtansicht sind. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal This is the Police gespielt habe, aber werde ich natürlich hinkriegen. Tag 67. 21-jähriger Allison Bell, Opfer eines brutalen Mordes. Hausbau in Freeburg erschwinglich geworden und Stadtverwaltungspraktikant tot im Büro aufgefunden. Davor haben wir gesehen, unser alter Kumpel, mit dem wir uns unterhalten haben, und unser Zahnarztfall. Mal gucken, ob da neue Erkenntnisse oder neue Fälle kommen. Das konnte ich mir noch merken. Esmond, Boss, mein Sohn ist ernsthaft krank. Ich denke, ich sollte besser freinehmen. Tut mir leid, darf ich nach Hause gehen? Du bist doch relativ neu, Esmond, oder? Kingston, heute ist ein großer Schlussverkauf. Nö. Robbins, meine Band spielt auf einem Konzert für kranke Kinder. Kann ich den Tag frei haben? Ja, okay. Noch jemand? Nee. Okay, also zwei weniger. Ein Abzeichen haben wir noch. Das lasse ich erstmal noch da, da ich ja momentan noch nicht ganz weiß, wie ich aufgestellt bin. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Musik in die Anlage und der Tag kann beginnen. Oh, wir haben ein paar Hinweise von der Stadtverwaltung. Jack, wir haben gehört, dass ein paar Ihrer Angestellten vor laufender Kamera lauter Mist über Sie und die Polizei von Freeburg erzählt haben. Wir haben das Studio unter Druck setzen müssen, um die Serie einzuschaffen. Halten Sie ab jetzt die geschwätzigen Affen bei Ihnen besser unter Kontrolle. Und was Glenn und Fraser angeht, ich will, dass Sie bis morgen verschwunden sind. Aha, okay. Detectives austauschen. Da die Freeburger Polizei dabei versagt hat, das Verbrechen eines berüchtigten Serienmörders in der Stadt zu bemerken, ist es ziemlich offensichtlich, dass ihre Detectives der Sache nicht gewachsen sind. Sie haben 7 Tage, ihre aktiven Detectives vollständig auszutauschen. Finden Sie ein paar schlaue junge Leute und was die anderen Arschlöcher angeht. Für die Arbeit halten Sie sie gut. Es geht vom Polizeipräsidium fern. Dann kriegen wir noch Mafia-Anteile. Okay, das waren ja mal ein paar Anmerkungen von der Stadtverwaltung. Fraser und Glenn soll ich entlassen. Aber da ich ja bis jetzt immer auf die Anweisung von der Stadtverwaltung, naja, das heißt geschissen habe, aber das mir relativ egal war, werde ich das auch nicht machen. So, wir haben freie Plätze und wir können endlich Frank Draven einstellen. Das ist mir eine feierliche Ehre, Herrn Draven in der Schicht Bertha einzustellen. Willkommen. Und da ist es eigentlich egal, in welche Schicht. Welche die schlechtere ist. Wenn man von schlechter eigentlich reden kann. Theoretisch die zweite. Aber wir haben auch keine wirklich professionellen Leute hier. Er hat einen geilen Bart. Und ihn schicken wir mal in die andere Schicht. Dann gucke ich mir nochmal die Ermittlungen an. Fahrerflucht und Brandstiftung. Ja, die Fahrerflucht. Das war, glaube ich, das. Der Ermittlungsfall, den ich einfach nicht hinbekomme, richtig? Ah ja, genau. Und die Brandstiftung war. Ach, das hatte ich mir noch gar nicht durchgelesen. Das lese ich mir dann gleich erst durch. Okay, dann schicken wir nochmal jeweils einen Detective hin. Kusma ist heute schon da. Beasley kann da auch mal ein bisschen mithelfen. Und The Brito. Und für den anderen Fall, damit er heute noch weitergeht, schicken wir Wolf mit dazu. Und der Serienmordfall, da müssen wir noch auf neue Erkenntnisse oder neue Einsätze warten. Okay. Dann können die ersten Einsätze für heute ja kommen. Einmal der Drogenverkauf in Chinatown. Ein alter Mann hat sich darüber beklagt, dass ein verdächtiger Mann in seinem Wohngebäude herumhänge. Er wohnt nicht hier. Ich kenne die Gesichter aller meiner Nachbarn. Der Typ verkauft Drogen. Ob da so viel Wahres dran ist, lassen wir uns mal überraschen. Schicken wir erstmal nur 3 hin. Stowell, Kingston und Birch. Bei Birch bin ich immer noch erstaunt, dass er trotz des Todes seines Sohnes hier immer noch entspannt locker weiterarbeitet. Hätte gedacht, dass er wahrscheinlich kündigt, aber okay. Noch hält der alte Mann durch. War es ein Falschalarm? Ja, der Mann hat keinerlei Drogen, weil sie ja nur auf seine Freunde gewartet und seine Anrufe sich in einem streitenden Verband macht. Okay. Einmal Mumpitz.
So, dann gucke ich mir noch mal kurz an, wo ich das Abzeichen verteile. In Schicht Bertha wird das wohl gehen. Ja. Ja. Schicht Bertha wird das Abzeichen bekommen. Dann am morgigen Tag in die Todesschicht. Ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Die überleben ja nicht so lange, die Jungs und Mädels. Fehlt nur noch, dass das SWAT-Team wahrscheinlich auch irgendwann stirbt. Angriff mit einer tödlichen Waffe im Stadtzentrum. Ein Mann hat eine Verkäuferin in einem Blumenladen angegriffen, die ihm ein Rosenbouquet nicht auf Kredit überlassen wollte. Zeugen berichten, dass der Mann die junge Frau mit einer Pistole geschlagen und dann mit einem Streifen Verpackungsklebeband gewirkt hat. Die ganze Zeit rief er immer wieder, ich will nur wie ein Mensch behandelt werden. Okay, stranger Fall. Na, schick nochmal 3 hin. Ich bin auch mal gespannt, wann diese Jagd auf unsere Polizisten beendet ist. Oder ob die überhaupt nochmal endet. Weil ich glaube, die trauen sich ja immer noch nicht alleine loszufahren. Schauen wir uns mal an, was hier raus wird. Okay, alles geschafft. Und... das Klebeband haben wir nicht sichergestellt. Schade. Hätten wir vielleicht auch noch durch die Mafia verkaufen können. Eine Geiselnarbe in der Eislauf-Arena von Christopher Sand. Ein bewaffneter Mann mit etwas, das wie eine Sprengstoffweste aussieht, steht neben einem Fahrgeschäft bei der Eislauf-Arena und fordert, dass dieser gefährliche Kram sofort zerlegt und entfernt werden soll. Parkbesucher und Kinder sind auf dem Riesenrad gefangen und der Täter weigert sich, sie gehen zu lassen. Okay, das sieht doch mal nach einem größeren Fall aus. Da werden wir auch gleich mal 5 hinschicken. Sind ja jetzt was dezimierter, dadurch, dass die beiden ja frei haben. Aber bis jetzt, Gott bewahre, ist es ja noch relativ ruhig. Mal gucken, was in der Eislauf-Arena passiert. Wie schnell das Ganze gelöst wird oder ob die nochmal Verstärkung brauchen. Nö. Die Geiselnahme ist beendet, erfolgreich. Keiner verletzt, keiner getötet. Sehr gut. Eine Entführung in der Vorstadt. Mal gucken, na, da brauchen wir wieder ein paar mehr plus das SWAT-Team. Dann warten wir nochmal kurz, bis alle da sind. Das sollte ja auch locker reichen. Kann das SWAT-Team gleich mal weiterdüsen. Und nochmal ein Mord im Hotel. Okay, mal ganz kurz gucken. Hier, okay, das ist ein ruhigerer Fall. Also, ruhig in Anführungsstrichen. Die Entführung. Philippe Santos hat ausgesagt, dass sein ehemaliger Geschäftspartner zusammen mit 3 bewaffneten in sein Haus eingebrochen sei und Geld verlangt habe. Der Mann konnte nicht zahlen, weil all sein Geld auf der Bank ist. Worauf die Angreifer Mr. Santos, seine Frau und ihr kleines Kind entführten und zu einem verlassenen Haus am Rande der Vorstadt brachten. Sie befahlen ihm, innerhalb von 3 Stunden mit dem Geld zurückzukommen. Sein Name ist Rafael Sousa, vor 3 Jahren haben wir die Firma zusammen gegründet. Der Umsatz war mies, das erste Jahr erpresste er mich und zwang mich, ihm seine Anteile für seine damals sehr hohe Summe abzukaufen. Jetzt scheint er erfahren zu haben, dass es der Firma besser geht und will noch so viel Geld im Nachhinein herausziehen, wie er kann. Mr. Santos. Puh. Okay. Zu dem anderen brauchten wir 3. Da werde ich nochmal... Strong werde ich auch nochmal behalten. Und zum Mord am Motel. Der Besitzer eines Motels hat beobachtet, wie ein paar Leute eine reglose Person in der eines der Zimmer gezerrt haben. Jetzt zerlegen sie auch mal den Raum und suchen nach etwas. Okay. Erstaunlich, dass ich da nur 3 hinschicken muss und zu dem anderen Fall 6 oder 6 hätte schicken können plus das Forti. Aber okay. Ich suche mir das ja nicht aus. Neue Schnappschüsse. Zur Brandstiftung. Okay, dann lesen wir uns mal die Zeugenhinweise durch. Michael Ayers, Krankenschwester. Ich wollte gerade nach Hause gehen, als plötzlich der Strom im Gebäude ausfiel und es so richtig still wurde. Dann habe ich ein gedämpftes Geräusch wie ein leises Klatsch gehört. Nur ein Stück die Straße runter. Im Gebäude waren um die 10 angestellt. Ich habe den Rauch erst gar nicht bemerkt. Und als ich die Flammen gesehen habe, habe ich laut gerufen, aber es war zu spät. Es haben nicht mehr alle nach draußen geschafft. Okay, also der Strom ging aus. Das wäre dann schon mal... Das hier sieht zumindest so aus. Ja. Okay, wir haben jetzt eh nicht so viele Bilder. Na, von den roten vielleicht, aber... Wie soll das denn überhaupt sein? Achso, er kommt zum Gebäude. Zündet's an. Können's ja einfach zusammenlegen schon.
wird er wahrscheinlich so rum. Oh, sogar Ronald Sherman, der ehemalige Ehepartner einer Klientin der Freeburger Union zum Quotenkontrolle, der dem Zentrum die Schuld an der Zerstörung seiner Familie gibt. Ah, okay. Ich wollte mir zwar jetzt noch die anderen durchlesen. Und wir haben ein neues Bild. Nach 27 gefühlten Jahren kriegen wir ein neues Bild. Und hier ist wahrscheinlich auch das Bild, was wir noch brauchen. Nämlich sehen wir hier, wie er angefahren wird. Okay, also, es war ja definitiv dieser graue Wagen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was das richtige Bild ist. Ich gehe kaputt, wenn es immer noch nicht richtig ist. Okay, also die Kombination stimmt nicht. Dann nehmen wir mal die Kombination. Och, ein Glück. Henry Sand, Lieutenant in der Mafia-Familie Sand. Es ist vollbracht. Wir können aber die ganzen Sachen heute wahrscheinlich nicht erledigen. Ein Mann raucht mit einer Waffe in der Hand auf der Veranda des verlassenen Hauses. Den Mann verhaften. Ja, bis jetzt war er von hinten anschleichen immer gut. Im Haus dröhnt laute Musik. Drei bewaffnete Männer sitzen an einem Tisch und spielen Karten, während in der Ecke eine verängstigte Frau mit einem Kleinkind sitzt. Bei der Steherin lange Stecker rausziehen, dem Mann befehlen, ihre Waffen abzugeben. Ja, genau. Männer überrumpeln, zu der Frau und dem Kind ein. Wir überrumpeln mal die Jungs. Und das hat geklappt. Auch der Mord. In dem Raum sind Personen mit Taschenlampen, die sich mit erhobenen Stimmen unterhalten. Warten, bis die Kriminellen von alleine rauskommen. Polizei erhoben, eine Hauswaffe ziehen in den Raum und sichern. Ah, okay. Die Verbrecher sind verwirrt. Einer hat ein Messer gezogen, der Rest nur Taschenlampen in den Händen. Auf dem Boden liegt ein Stichwunden übersäter Körper. Oh. Wir zielen mal auf den mit dem Messer. Das hat die drei also überzeugt. Sehr schön. Und jetzt werde ich das Ganze nicht schaffen. Schade. Dann verschieben wir das Ganze auf morgen. So, es geht allen gut. Sehr gut, können wir auch den Tag beenden. Boyd here. And I hope you have a hell of a good reason for calling me in the middle of the night. I'm sorry, Mr. Boyd. I'll call you back later. No, wait. You're the girl from the prosecutor's office. Lana, right? Yes, exactly. Oh, I'm so embarrassed, Mr. Boyd. The first thing Mrs. Broom told me about you is that you almost never sleep. I don't sleep too much either, so I thought I'd call you and apologize for last time. But it wasn't the last time, was it? Well, I've been going over our conversation in my mind, and I realized how stupid I sounded. You're the chief of police, and there's a strange girl calling you, saying she'll be the next city prosecutor, just to share the news, I guess. I must have sounded crazy. Not so crazy as you imagine, Lana. When I learned I was going to be police chief, my parents were already dead, and my only friend was working 1,000 miles away from Freeburg. Wife and kids were relaxing on a distant island in the middle of the ocean. Took me 6 hours to get a hold of them. But I had to share the news with someone, or I would have gone mad. All the more because I was surrounded by 6 cops who figured they were ahead of me for the job. I figured you were feeling about the same. It's like you're reading my mind. Now I'm like an outcast here. Most of them still think that Mrs. Broom was joking or trying to show her deputies that she's in charge of appointing her successor. But I know it's no joke. Well, for some reason, I didn't doubt it, Lana. That's probably why I'm calling you. I know it's selfish. I'm sure your wife isn't too keen on girls calling you at night. My wife and I, well, we're not living together. Maybe I'm the loneliest man in town, and that's why you called, to talk to someone even lonelier than you, huh? Lana? You know, Mr. Boyd, maybe I'm an idiot, but until this moment, I didn't realize how lonely I am. Well, you're in luck, because now you can call me anytime. But if you do, you'll have to call me Jack. Jack? It'll take more than one phone call to get used to that. Well, we're not in a hurry, are we?
True. Na, was ist da denn los? Vergessen wir unsere Frau anscheinend doch schneller als gedacht. Der Müll des einen ist dem anderen ein Schatz. Ja, kennen wir ja bereits. Ausverkauf in Boutique führt zur Massenpanik. Originaluniform des deutschen Generals Karl Wolf auf städtischer Müllhalde gefunden und 44% der Freebürger glauben, Homosexualität sei ansteckend. Ach, diese Stadt. Ich sage ja nur Verrückte hier. Schicht Bertha, genau, hier wollten wir das Abzeichen verteilen. Ja, Fraser soll ja eigentlich entlassen werden durch uns. Ist mir eigentlich egal, ich nehme trotzdem mal Adams. Und beende den Tag. Was hatten wir gestern? Machen wir Dirty Cheap. Dirty Cheap? Ich sag immer Dirty Cheap. Und beginnen unseren Tag. So, oh, wir haben neue Sachen zum Serienmordfall, aber wir lesen es erstmal. Die neuen Nachrichten durch. Ja, unser Gehalt $660. Und die Beerdigung von Pfahl und unser Anteil vom Schmuck 11.600. Das verdienen wir ungefähr in 20 Wochen. Teilen wir das Ganze mal. Okay, also der Serienmordfall. Den müssen wir natürlich als erstes machen. Die 25 Jahre alte Pamela Cox, Stripperin in einem Club namens Twister, wurde in ihrer Wohnung brutal ermordet. Ist das dieselbe wie bei dem ersten Bild? Wo die da auf dem Bett lag? Okay, dann Brandstiftung. Da können wir ein R. Sherman, Richard Sherman, wohnt hier seit mehr als einem Monat. Oder das Haus, in dem Mr. Sherman mit seiner Frau lebte, nach der Scheidung fiel der Wohnsitz an die Frau. Na dann gehen wir doch mal in seinen Wohnsitz. Schicken dazu Fischbach und Glenn hin. Den anderen Fall könnten wir theoretisch auch beenden. Das werde ich auch definitiv machen. Die Fahrerflucht, weil das ist ja schon ewig her. Henry Sand in seiner Familie sehr ergeben ist. Kann ich nur Informationen wahrscheinlich weiter sammeln. Aber versuchen wir erstmal Richard Sherman zu holen, falls er auch so heißt. Schnappschüsse gefunden. Achso, wir haben neue Bilder. Wir können dazu die Ermittlung öffnen. Und kriegen einen neuen Hinweis vom Zahnarzt. Jake, ich bin so froh, dass du meine Erwartungen entsprochen und die Regeln des Spiels akzeptiert hast. Bislang jagen die Bundesagenten ihren eigenen Schatten hinterher, aber du folgst dem Brotkrumenspur, die ich für dich gelegt habe. Spürst du, wie schön warm sie noch sind? Du bist schon ganz nah dran. Tut mir um deine Bahn leid. Naja, ich war einfach so davon begeistert, meine neue Falle auszuprobieren. Aber ich schwöre, das kommt nie wieder vor. Dann gucken wir mal. Okay, das ist nur der Text, den wir gerade schon hatten. Schafe, Esel. Stange, Knüppel, Faust. Oh Gott. So, Raub in der Spielhalle. Eine Gruppe von Teenagern hat die Kasse einer Bibliothek geleert, während der Besitzer Blume Boys im Hinterzimmer war. Ein Angestellter hat einen der Räuber wiedererkannt, ein Stammgast in der Videospielabteilung. Na gut, dann Mitchell und Jaxi und wir gucken mal. Wir haben den Täter gefasst und damit die Ermittlungen abgeschlossen. Mole und Wolf kriegen noch mal ein wenig Erfahrung und das Ganze ist beendet. Sehr schön. Fortune Bank. Der Zahnarzt könnte hier Hinweise zum Mord. Ja, ja, okay. Ein Veteranenheim. Lifeware Laden. Beatbusters Tanzschule und Hell on Wheels Autohändler. Ich werfe den Lifewire-Laden erstmal. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und wir werden auf jeden Fall die Fahrerflucht jetzt auch mit Fischbach und ja, nochmal Glenn wahrscheinlich.
Jawohl, da muss ich gleich nochmal einen guten hinschicken, also Purdy nochmal hingeschickt. Naja, ich weiß, ohne den leitenden Ermittler, ganz schwieriger. Dafür schicken wir unsere Besten hin. Ein Teenager, der der Beschreibung des Täters entspricht, spielt allein in einem der Spielautomaten. Ihm folgen bis seine Freunde zurückkommen, ihn vor aller Augen verhaften, mit dem Manager abgleichen. Machen wir gleich mal ab. Und er war es tatsächlich. Easy going. Schnell erledigt der Fall. So, das muss der falsche Ort gewesen sein. Schade.